Wir sitzen heute hier in Bad Lauterberg beim Showtalk. Es ist eine Charity-Veranstaltung für die Children of Paradise. Wie sehen Sie Charities Veranstaltungen in Verbindung mit Prominenten? Wie stehen Sie dazu? Ich denke, wenn Prominente einfach ihre Stimme geben oder auch eben ihre, dass sie eben publik sind, dass man sie kennt, dadurch natürlich auch eine Lobby haben, finde ich das sehr gut, weil man da etwas tun kann für was weiß ich, ob das Kinder sind oder Kranke oder was auch immer. Und in so einem Rahmen wie zum Beispiel so einem Showtalk finde ich das eine sehr schöne Sache, weil man sich darüber unterhält und weil kein großer Mammon im Hintergrund steht. Also ich finde diese Charity-Veranstaltungen, wo weiß ich, so 7 Gänge und dann gibt es dies und dann das. Und ich finde, das eine beißt sich mit dem anderen. Dass man daran dann verdient, dass Prominente kommen und dass sie dann für, was weiß ich, Krebspatienten oder sowas was Gutes tun. Ich kann nicht sagen, warum, aber irgendwie widerstrebt mir das. Aber in so einem Rahmen, wo man eine Aufmerksamkeit schafft für ein Thema und da ist, um das dann auch so ein bisschen breitenwirksamer zu machen, finde ich das eine schöne Sache. Also das Event darf nicht im Vordergrund stehen, sondern das, worum es geht, halt ja, einfach. Nun gehören Sie ja zu den Schauspielerinnen, die also wirklich eine fundierte Ausbildung genossen hat. Ja, ich habe eine fundierte Ausbildung bekommen, also an der Otto-Falkenberg-Schule. Und dadurch, ich habe eigentlich einfach dadurch einen guten Start bekommen durch diese Schule, weil eben, was weiß ich, 1100 Menschen möchten da gerne hin und 10, 11 werden genommen und unter denen ist man, also hat man gute Startbedingungen. Sprich, es kommen Intendanten und gucken, wer ist denn da ausgesucht worden? Und dadurch konnte ich dann natürlich zum Beispiel von Gobert an die staatlichen Schauspielbühnen von Berlin 12 Jahre geholt werden und groß spielen. Das ist einfach ein schönes Sprungbrett gewesen. Weil lernen kann man diesen Beruf nur auf der Bühne, nur durchs Machen. Da lernt man ihn. Und wie ist es mit Talent? Das Talent wird geguckt auf der Schule. Was hat sie für ein Talent? Was hat sie für Möglichkeiten? Und. Sie haben eben ein bisschen im Nebensatz erwähnt, Boy Gobert. Wie standen Sie zu ihm? Wie war Ihre Zusammenarbeit? Boy Gobert war mein Mentor. Boy Gobert hat mich gesehen, hat mich sofort genommen, hat sich unglaublich auch regelrecht gekümmert um mich. Er hat dafür gesorgt, dass ich große Rollen, mittlere Rollen, ich habe immer ein Feedback bekommen, als ein Kollege mal sagte, Mensch, ein junger Mensch, der muss erst mal in die Provinz, hier nicht gleich Berlin, großes Theater. Bin ich zu ihm gegangen, habe gesagt, er hat gesagt, erst mal Provinz, er hat gesagt, nee, da wirst du nur verdorben, du bleibst hier unter meinen Fittichen. Und er hat wirklich, ich weiß gar nicht, ob es solche Intendanten noch gibt, aber ich muss wirklich sagen, als er gestorben ist, habe ich sehr geweint. Das glaube ich gerne. Kommen wir zum Punkt Intendanten, also Leute, die auch fördern, sowie auch Regisseure, die ja auch einen sehr starken Einfluss jetzt auf das Schauspiel haben. Wie wichtig sehen Sie zum Beispiel den Beruf des Regisseurs? Ich denke, der Regisseur ist ein sehr wichtiger Beruf. Zum Beispiel, ich hatte eine Regisseurin, die ich sehr liebte auch, war Elke Lang. Die hat mich sehr geprägt, weil sie sehr viel auf Improvisation, sie hat die Stücke mit Improvisationen angefangen und hat dann das Stück aufgebaut. Und es war einfach toll, weil man hat ihr so gerne gezeigt, was für Möglichkeiten es gibt, die Rolle zu spielen. Und sie hat das dann eigentlich so gesammelt und hat gesagt, ich würde das gerne so, es war ein Miteinander. Und eine gute Regie ist auch immer ein Miteinanderarbeiten. Ich zeig dir was, ich denk das so und du sagst, ja, aber lass uns noch mal das von der Seite sehen und so. Weil man sieht, unten kann man sich so schlecht beobachten. Also es ist wirklich so ein Zusammenspiel zwischen unten und oben. Und wenn das
gut ist, es ist was Tolles. Man braucht den Regisseur. Es ist eine gute Sache. Nicht immer. Also ich mache ja auch viel meine eigenen Abende. Mit meinem Mann gehen wir, reisen wir da durch die schöne, unsere schöne Republik. Und aber wahrscheinlich auch, weil wir auch inzwischen so lange in dem Beruf sind, dass wir auch spüren, was kommt beim Publikum an oder wie können wir die Pointe anders setzen und so. Aber bei einem Theaterstück, wenn eben viele Schauspieler zusammenarbeiten, ist ein Regisseur sehr wichtig. Sie haben es gerade angesprochen, Theater. Ist jetzt in dem, was Sie beschrieben haben, zwischen Theater und Film oder Fernsehen ein Unterschied für den Schauspieler? Das eine ist Technik. Der Film ist hat sehr viel mit Technik zu tun. Also als ich auf der Schauspielschule war, rissen sich sofort ganz viele um mich und wollten, dass ich ganz viele Serien und solche Sachen mache. Also ich habe angefangen mit Die Wiesingers und Knapp-Familie war also ganz hin und weg, habe aber sehr schnell gemerkt, du lernst deinen Text, du hast deine Rolle und dann ist es eigentlich wichtiger, dass das Licht gut sitzt und dass das gut sitzt, dass die Maske gut sitzt. Du musst deinen Kram schon haben. Wo ich gemerkt habe, da lerne ich aber doch meinen Beruf gar nicht. Seinen Beruf lernen kann man nur auf der Bühne. Ich glaube dann, wenn man sich bewusst ist um die Mittel, die man hat, die Möglichkeiten, die man hat, wenn man die gezielt einsetzen kann, dann ist die Kamera wunderbar, weil dann weiß man eben auch, ich werde der Rolle den und den Bogen geben, dann weiß ich, wenn wir am Schluss erst das Ende drehen, das mache ich so und so, dann kann man damit besser umgehen, denke ich. Sie sind also im Ausdruck sehr, sehr vielfältig. Sie machen also ein sehr, sehr breites Spektrum, was Sie dem Zuschauer anbieten. Aber eben halt auch dieses mit Ihrem Mann zusammen. Auch mit meinem Mann zusammen, aber ich denke, das Spektrum, ich glaube, es gibt zwei Arten von Schauspielern. Die eine Art von Schauspielern, die spielt sich selbst. Davon haben wir, sagen wir mal, 80%. Und dann gibt es die Art von Schauspielern, die in Rollen schlüpfen. Und die kommen meistens aus dem Theater. Und mit meinem Mann, wie gesagt, ich war sehr lange an den staatlichen Schauspielbühnen, dann fiel die Mauer und in dem Zug war das Ostopfer. Also es gab einfach zu viel Theater in Berlin und dann wurde es geschlossen. Und dann habe ich sehr viel auch, ich arbeite eben auch an freien, an privaten Theatern. Und dann kam ich auf die Idee, dass wir eigene Programme machen, weil ich keine Lust habe zu warten. Also ich möchte nicht warten, ob mich jemand jetzt haben will oder nicht haben will. Dazu bin ich zu kreativ, denke ich, und mag den Beruf zu gerne. Und dann haben wir angefangen, selber uns Lesungen auszudenken. Tucholsky-Lesung, Kästner-Lesung, alles, was es gibt. Inzwischen, jetzt haben wir, glaube ich, 30 oder 35 Lesungen. Unsere neueste Lesung ist Zähne einer Ehe. Zähne mit Ehe. Ja, genau. Und mit der düsen wir durch die Gegend, aber haben auch andere Sachen jetzt. Ein Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und Uwe Johnsen, den wir am Wickel haben. Und es macht einfach Spaß, sich mit guten Stoffen zu beschäftigen und sie Menschen zugänglich zu machen. Gibt es auch manchmal Spannungen? Spannungen zwischen meinem Mann und mir? Aber holla, wir sind verheiratet. Also, sonst würde da was nicht stimmen. Ja klar gibt es Spannungen, natürlich. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ich kann mir keine Beziehung vorstellen, wo man nicht auch Spannungen hat. Also sonst, oder man ist ein sehr langweiliger Mensch. Ich hatte mal einen Veranstalter, der sagte zu uns, sagen Sie mal, streiten Sie auch? Ich sage, ja, natürlich streiten wir. Wir streiten ganz schlimm. Also, und wenn ich meinen Mann haue, aber dann nur auf die Gegenden, wo es nicht so sichtbar ist, so zwischen den Und er guckt mich an und sagt, sind Sie nicht verheiratet? Doch, doch, meint er. Ja, und Sie streiten nicht? Nein, wir sind seit 17 Jahren verheiratet. Wir haben dann auch mal versucht zu streiten, aber wir streiten nicht. Aber ich denke, das ist dann auch eine ganz andere Art von Mensch. Ja, Szenen einer Ehe. Aber Szenen einer ist eben was anderes. Also da geht es bei uns schon zum Teil ans Eingemachte, weil wir natürlich auch viel von Tucholsky oder Brecht oder wir nehmen also kreuz und quer. Und das ist eine szenische Lesung. Das ist was anderes als eine Lesung. Also wir lesen nicht vor, das will ja niemand so haben, sondern wir spielen. Verstehe. Nun haben Sie schon angedeutet, dass Sie eine bestimmte Vielfalt haben, die Sie auch gerne ausleben möchten. Deswegen meine letzte Frage. In der mittelbaren Zukunft, gibt es da etwas, was Sie sich noch als Wunsch erfüllen wollen? Auf oder mit oder zu der Bühne?
Was mich sehr freut, ist, in letzter Zeit konnte ich schreiben, sind Menschen auf mich zugekommen, haben gefragt, weil ich eine Zeit lang auch für Samstagnacht geschrieben habe, ob ich mir nicht vorstellen kann, Kurzgeschichten zu schreiben. Und das Schreiben macht mir großen Spaß. Ich könnte mir vorstellen, noch mehr zu schreiben. Leuchtmann, ich danke Ihnen für das kleine Interview. Sie müssen gleich jetzt nochmal auf die Bühne zum Abschlussbild. Vielen Dank nochmal. Toi, toi, toi und alles Gute für die Zukunft. Ich danke Ihnen für das schöne Interview. Danke.